Heute, was geht ab, Leute? Hunger. Ist Donnerstagmorgen. Wobei, jetzt ist eher Mittag. Ich habe ein bisschen gechillt, aber neue Nester sind draußen. Das heißt, es geht trotzdem noch heute, auch wenn man Level 40 ist. Geile Nester kann man immer abchecken, ein paar coole Videos drehen, geile Bonbons sammeln. Diesmal wieder ein paar gute Nester mit am Start. Das freut mich. Ich habe heute Morgen, bin ich aufgewacht, habe aufs Handy geschaut, direkt ein paar Nachrichten. Fettes Macholo-Nest. Ihr wisst, da werdet ihr mich auf jeden Fall treffen. Letztes Mal sehr schlechte Nester, muss man leider echt sagen. Nicht ein einziges interessantes. Aber ich fand es nicht so schlimm, weil ich wusste eh, es kommt ein Oster-Event oder irgendeine Art von Event. Das heißt, in der Zeit hatte man eh keine Zeit für Nester, was dann dementsprechend auch so war. Aber jetzt nach dem Event hat man wieder Zeit für ein paar Nester. Und diesmal gibt es auch wirklich ein paar, die man abchecken sollte. Aber die schauen wir uns jetzt genauer an. Also, wie immer starten wir bei mir. Zum Glück diesmal kein Quapps im Nest. War jetzt die letzten 2 Wochen kein Quapps im Nest. Diesmal Paggers. Eigentlich uninteressant, aber ich habe noch keinen 100% Paggers. Und ich muss mich mal bei Philipp melden. Vielleicht kann ich da was klären. Und ein paar Pokémon und dir ein IV freischalten. Oder vielleicht auch nur die Panzerwiese. Also mal schauen. Auf jeden Fall fangen wir an mit Platz Nummer 5. Da haben wir Endivier beim Samila Park. War beim letzten Nest-Video auch schon mit dabei, der Samila Park. Hatte keine Zeit, das abzuchecken, da wo die Macholos waren, aber ich habe gehört, das spawnen nur so 3, 4 maximal, wie ihr jetzt hier auch gerade sehen könnt. Und danach muss man halt warten. Dementsprechend nicht so gut. Die Lage ist auch nicht so top. Also leider in wir bisher noch kein richtig großes Nest. Ich warte immer noch, aber das muss für den Anfang erstmal reichen, für die Leute, die in der Nähe wohnen. Dann auf Platz Nummer 4 haben wir wieder Pikachus. Immer noch für alle Medaillenjäger da draußen, falls ihr es immer noch nicht habt. Eigentlich enttäuscht ihr mich sehr, vor allem nach dem fetten Nest in Nymphenburg. Aber da ist jetzt eins neben dem englischen Garten da entlang. Und 100% Pikachu brauche ich noch. Ich habe einen mit Hut und einen mit Mütze. Ich brauche noch einen ganz stinknormalen. Und da in Nymphenburg konnte man irgendwie nicht rein. Am Abend sind endlos viele 100% immer gespawnt. Hoffentlich jetzt demnächst dann, wenn ich auf Tour bin, jetzt öfters nach dem Event, kommt hoffentlich auch mal ein 100% Pikachu und dann schnappe ich mir den. Dann auf Platz Nummer 3 haben wir ein fettes Vollriegelnest diesmal. Problem ist, das Nest, also der Park oder was auch immer das ist, allgemein, ist verteilt auf eine relativ große Fläche. Das heißt, sehr anstrengend, genauso wie Schloss Nymphenburg. Das Außen da, habe ich gehört, soll sehr groß sein. Also, sprich, dann nicht mehr so effektiv. Aber Vollriegel, cooles Monster. Und definitiv sollte man das mal abchecken, vor allem wenn man Vollriegel noch braucht. Es hatten mich auch schon mal ein paar gefragt, ob ich nach ihm komme. Ihr seht, da sind ein paar gelbe Arenen. Möglicherweise, ich glaube es zwar eher nicht, zeittechnisch gesehen, aber vielleicht. Tati zieht demnächst dorthin. Weiß nicht, wie weit er mit dem Umzug ist. Vielleicht besuche ich mal Tati dort und dann check mir ein paar Vollriegel ab dort beim Nest. Wer weiß. Dann kommen wir zu Platz Nummer 2. Da haben wir unten beim Campion Park ein Kanimani-Nest diesmal. Campion Park, immer richtig saftig. Geile Nester waren dort bisher. Pikachu. Wobei das damals noch nicht so saftig war. Das war bevor die Spawns erhöht wurden. Was gab's? Fukano. Owei. Noch ein paar andere Sachen dort. Das Nest ist relativ kleine Fläche und wie ihr dort sehen könnt, relativ viele Monster. Also Campion Park, richtig super saftiges Nest. Gelbes Gebiet. Leider hält es nicht so lange, also immer wenn dort ein krasses Nest kommt, werden die gelben Arenen dort leider zerstört, aber wenn dort keine geilen Nester sind, dann halten die Arenen dort. Dann auf Platz Nummer 1, ihr könnt es schon sehen, ihr habt es schon gesehen, kann man nicht verstecken. Der ganze englische Garten wieder mal, ein fettes geiles Nest, diesmal Macholo. Letztes Mal Carpador, wir haben es gut ausgenutzt. Macholo, richtig geil, ich warte schon ewig auf ein geiles Macholo-Nest, bestes Kampf-Pokémon. Das letzte geile Nest war im Null Park, das war schon Ewigkeiten her. Wir haben auch ein Video dazu gemacht, checkt das ab, bevor wir Fame waren. Und ich werde es auf jeden Fall ein paar Mal abchecken, Nähe Uni, das heißt, ich kann immer mal dazwischendurch hingehen oder nach, danach, davor. Das ist perfekt gelegen für mich, Englischer Garten, beste. Werd dort auf jeden Fall ein paar Mal auch richtig hart grinden, aber meistens so chillig. Ich muss mich jetzt auf die Bachelorarbeit konzentrieren. Aber das war's, das waren die Nester. So, das war's mit den Nestern. Paar coole Nester dabei, Macholo auf jeden Fall mein Favorit, dort werde ich öfters sein. Schreibt unten in die Kommentare, wo ihr hingehen werdet, welche Nester es bei euch so gibt, worauf ihr euch so freut.
Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.